Mit 20 Kranzfestzeigen im Sack und insgesamt über 100 Kränzen wühlt sich der Schweizer Adi Leimbacher am gestrigen Sonntag noch ein letztes Mal durchs Sägemehl. Die ganze Familie hat ihn in seinem letzten Gang gegen Schortenberger Sven nochmal angeführt, auch wenn der Kampf nicht ganz am Drehbuch gefolgt ist. Gegen Ende vom Gang tätschen der Leimbacher und der Schortenberger mit den Köpfen zusammen und müssen im Sanitätszelt behandelt werden. Trotzdem wird fertig geschwungen, ein Gestellter und somit der 150. Kranz gibt es zum Schluss. Gerade im Anschluss wird der sympathische Adi Leimbacher dann gebührend verabschiedet. Adi, wir danken dir für dein faires Verhalten auf und neben dem Schwimmplatz. Mach's gut, Adi. Gut 4.500 Schwingfans verabschieden Adi auf seiner näheren Runde. Für ihn sei es genau der richtige Zeitpunkt zum Aufhören. Ja, es ist natürlich wunderbar, dass ich das auf der Rückkehr gegeben habe. Ich habe mir das immer so vorgestellt und immer gewünscht, dass ich mal gesund retten und mit einigermaßen Erfolg noch. Und die ganze Aufgabe ist mir sicher auch das Herz gewachsen. Auch der Respekt von dem Aufwand für das nächste Jahr wäre zu gross. Da ich auch andere Hobby auch noch habe, oder Familie zum Beispiel, wo ich sicher auch etwas mehr gesehen daheim. Und genau seine Frau und seine Kinder sind es dann auch, die seine Schwinghosen an den Nagel hängen. Oder besser gesagt, an den Ballon hängen. Lieber gerade ganz fort, sonst kommt ihr Papi dann plötzlich noch auf die Idee, die Scheibe nochmal führen zu nehmen. 3, 2, 1, los! Und der Adi seine Schwinghose gleich durch. Sichtlich gerührt schaut der Adi dann auf seinen Abschied zurück. Ich konnte sicher noch schon alle begeistern und ich habe es gespürt. Sie sind jahrelang hinter mir gestanden und ich habe viel dürfen lernen von Siegen und Niederlagen, die braucht es auch. Und der Augenblick hier ist phänomenal, bombastisch. Also ich hätte mir das nie im Traum vorgestellt. Adi Leimbacher, der Abschied von einem ganz grossen.